Gluck, 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 gluck. Ah. Welch Erfrischung. Ist echt so. Mit meinem Frischen. Die Beast Unleashed. Das neue Getränk. Hier. Was ist denn das? Oh, H2O. Ich trinke nur CO2. Das ist das neue Zwillingsgeschäft von O2. Achso. Das ist H2O. Die sind jetzt fusioniert, ne? Mit ja. H. Mit ja. H und M. Die heißen jetzt H2OM. Oh. Mann, die ganzen chemischen Witze gerade. Ahaha, witzig. Die Leute werden sich am Kopf fassen und sagen, wie scheiße wir eigentlich sind, aber. The amount of Niveau is too damn high. Oh je, oh je. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, natürlich. Herzlich ja, wir freuen uns immer. Hallo. Jo. Hallo erstmal. Schön, dass ihr wieder da seid, ne? Genau du. Und du auch. Und ah, und Hilfe. Du. Hilfe, ich bin gewizzert. Was machst denn du? Ich sammle gerade so ein bisschen Erfahrung. Ach so. Ja, ich schaue gerade meinen 3 Solar Panels nochmal zu, während die machen. Bam, 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 bam. Finde ich cool. Bam, bam, bam. Da, dam, bam, bam, da, dam. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir können schon wieder ein Ultimate-Hybrid-Solar... Nein, doch. Doch Ultimate-Hybrid machen. 1, 2, 3... Mein Gott. Was? Kannst mich auch Raffri nennen, aber was gibt's? Raffri? Raffri. Er nennt mich fast an Capri-Sonne. Raffri. Nee, ich kämpfe gerade so mit Skeletten und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Unten. Ah, jetzt bekriegen die sich gegenseitig, das ist aber schön. Wo kämpfst du denn? Im Neta. Im Neta. Hier stehen ja noch die Spawnerraum. Ich wollte eigentlich nur schnell ein bisschen Neta-Quarz holen, aber das hat sich jetzt... Das ist so verführerisch irgendwie, ich weiß auch nicht. Neta-Quarz. Nee, die Spawner hier. Viecher so. Töten. Sag's hallo, Feuerfledermaus, lass mich in Ruhe. Alter, die Skelette haben die Feuerfledermaus abgeschossen, das finde ich cool. Nein! So, ich hole mir noch meine Erfahrung, die mir zusteht. Du dat. Oh, viele Knochen. Schön. Schön, oh, schön, schön. Yes, oh, wir haben gleich mal. Das fünfte ist auch gleich fertig. Dauert ganz schön lang, bis 5 Solar Panels gemacht werden. Ja. Man braucht ja auch nur ungefähr 20.000 Items dafür, aber trotzdem. Ja, aber die sind alle kostenlos. Naja, nicht ganz kostenlos. Bam, 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 bam. Ich frage mich, kann man irgendwie sehen, von was man am wenigsten hat an Items? Das würde mich mal interessieren. Aber wir haben richtig viele Spoils back. Wollen wir die mal aufmachen? Ja, können wir gerne machen. Durch die Spawner unten oder was? Keine Ahnung, warum so viele haben. Wahrscheinlich einfach immer wieder welche bekommen. Weil wir cool sind. Genau, das auch. Die Leute schmeißen uns das hinterher. Als ja, Gastgeschenke. So. Und gar nicht, weil wir uns prostituieren. Ist echt nicht so. Ist echt nicht so. Ich mach mal 5000 Scrap-Boxes. Ich glaube, ich verzauber mir mal was. Hallo Gast. Hallo. Du kannst mir nix. Du bist kein Gast. Nicht? Du wohnst doch hier. Oh, Tränen. Tränen. Oh Mann, das macht er wieder nicht. Raffi wieder heimlich geweint. Oh, warum habe ich jetzt eigentlich gerade einen Zombie-Pigman angegriffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, schau. Ich hätte irgendwie Lust da drauf. Einfach mal ein bisschen zeigen, wer hier der Babo ist. Genau. Damit die Schaus wissen, wer der Babo ist. Wollte ich wieder zeigen. Und nein, schreibt es nicht, denn dieser Witz ist mir bereits bekannt. Schaus wissen, wer der Babo ist. Das ist wie wenn du jemanden Berühmten fragst, zu einem offensichtlichen Thema. Hat ihn das schon jemand gesagt? Nein, natürlich nicht. Du bist der Erste. Also nicht, dass ich mich jetzt mit berühmten Personen vergleiche, aber. Aber tue ich nein, schon. Nein, manchmal schon. Ich glaube, ich hau noch das zweite Ultimate Hybrid Solar Panel oben an den Mass Fabricator hin, oder? Ja, meine, das ist okay. Wir haben ja unten Energie. Genug. Ja, Mass ist okay. Das ist cool. Oida! Was ab denn? Geht's. Krass. Richtig Gras. Richtig, richtig viel Gras. Das ist echt so. Aber es ist schön, du bringst Emotionen rein, das finde ich gut. Da freuen wir uns. Müssen wir mal schauen, wie der abgeht. Ja, ich kann gerade nicht. Ich sammle noch meinen Neta-Quarz. Voll das Zäpfchen. Aber ich komme gleich. Geht ab wie so ein Zäpfchen. Ich glaube, ich sammle aber auch mal ein bisschen Neta-Quarz. Wir brauchen das ja für? Ich brauche ja, das... Für den Book Tower da, oder? Für den Book Tower? Ja, den Book Tower. Wo die ganzen Bücher links und rechts sind. Warum brauchen wir da noch mal Neta-Quarz? Ach, für die Treppe, meinst du? Ne, ja, die Treppe war doch fertig, oder? Ist schon fertig? Ich glaube, mit der Treppe war ich fertig. Warum ich brauche das aber ja, für die Küche.
Ich mache da einen schönen Fußboden rein. Wirst du dann sehen. Aber dafür brauche ich halt Netherquarz. Na gut, dann helft dir. Warum kommt hier Lava? Was soll das? Ich habe hier Dings drauf, weißt schon. Luck. Nein, Fortune hast du drauf. Das ist auch. Luck habe ich aber, glaube ich, auch drauf. Ja, habe ich auch. Apropos, du kannst mal Luck auf deine draufhauen mit Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Ja, ist echt so. Ja, könnte ich machen. Ich habe ja noch einen Platz frei, ne? Oder man kann doch Lapis mit Yu Yu Meta machen. War da nicht irgendwas? Ja, in dieser L-Form, ne? Genau. Deswegen ja. Werde ich das nun tun. Ich werde es riskieren. Ich weiß gar nicht, ist meins auch schon voll? Werde ich gleich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe meins auch nicht ganz voll gemacht. Ruckel die Zuckel. So, jetzt geht's wieder. Zuckel die Ruckel. Man muss immer erstmal so ein bisschen... Duckel die Buckel. Ein bisschen leiden, bis es hier läuft. Schluckel die Duckel. Es reicht. Schluckel die Puckel. Okay. Ruckel meinen Puckel runter. Ah. Mann. So, 10 wird eh nicht reichen. Oder doch, geht sogar. Ist das 10 Netherquartz? Nein. Wie viel Lapisblöcke brauche ich nochmal? Wie war das nochmal? Ich habe das schon alles vergessen. Und wo ging das? Es ging draußen. Keine Ahnung. Nein, du musst es doch auf diesem Tisch da machen. Das ist, glaube ich, drinnen sogar. Der Tisch ist noch drin, ja, okay. Weil das ist wirklich der hier. Sehr gut. Very gut. Wie viel Lapis haben wir denn überhaupt? Das war das Tools? Ne, das war nicht hier. Soll ich dir zeigen? Brauchst du meine Hilfe? Warte, ich gucke jetzt erstmal. Lass mir in Ruhe. Ich glaube, das war doch... War es nicht der? Das ist doch der hier, schau. Der ganz links hier, der eiserne. Ja, warum ging das dann nicht? Denn du musst das hier reinlegen und dann oben und unten da abtisch. Ah, ich habe das rechts reingelegt. Wieso habe ich das denn rechts reingelegt? Wofür ist denn das linke? Das linke ist... Weiß ich nicht. Du kannst auch trennen sogar. Geht schneller. Nein, das will ich aber nicht. Aber nicht. Ich möchte keine Tipps von dir. Ja, okay. Ist okay. Ich brauche mehr davon. Wir brauchen mehr Lapis. So, wie viel hat das jetzt? Yu-Yu Matter haben wir denn noch? Ich dachte, wir haben 116 Yu-Yu Matter. Ja, ich hab's doch gerade zu Solar Panels gemacht. Achso, oh Mann. Ja, schau mal, jetzt habe ich wieder ein paar Stacks Lapis. Ja, klopf mal was rein. Jo. Hier guckst du. Wo? Nein, ich kann es gleich zu Blöcken machen, gell? Ja, leg's doch rein, ich crafte gerade Blöcke. Jo. Dann wird es automatisch geschehen. Oh, nice. 32 nur ist ja nix. Ja, hallo, da habe ich gerade 100 Yu-Yu Matter dafür benutzt, wie viel das ist. Ja. Bist aber auch, ist nicht genug. Ey, nee, ist bestimmt nicht genug. Aber warum habe ich den Fortune 1 drauf? War das, konnte ich das auch verzaubern? Das war verzaubert, ne? Ja, du hast doch gerade Fortune drauf, oder? Nee, man haut Luck drauf. Fortune ist eine Verzauberung. Stimmt. Dann kann ich mal schauen, ob das bei mir auch nochmal drauf geht. Ob ich Luck 2 drauf haben kann. Warte. Hol deinen kurz raus. Warte. Okay, mach mal. Nee, geht nicht mehr drauf, okay. Also hast du schon voll, oder was? Ja, anscheinend geht nur Luck bis 450 dann. Das passt ja genau, ne? So. Ja, ist voll. Sehr gut. Dann kannst du es nochmal rausnehmen. Nimm's raus rechts. Und dann habe ich jetzt... Jetzt hast du 450. Da wird nämlich immer angezeigt, was es wird. Ach so, okay, okay. Jaja. Dann kann ich es noch verzaubern. Cool. Juhu, denn ich habe Level. Dafür habe ich nämlich gerade gefarmt. Kannst nicht verzaubern. Aber warum habe ich den Fortune 1 drauf? Wie habe ich das denn geschafft? Ach so, Fortune? Ja doch, Fortune kannst du schon draufhauen. Und Fortune 3 habe ich sogar drauf, cool. Und Unbreaking ist voll wichtig. Ja, ist echt so. Es ist sehr wichtig. Das kann ich mir auch sparen, da haue ich lieber was auf mein Schwert. Oh, man kann ja auf unsere Power Armor auch noch was draufhauen. Oh. Ich glaube, ich hau einfach mal Reading drauf, was auch immer das bringt. Soll ich Reading draufhauen? Ich weiß gar nicht. Oder Fiery Aura. Jetzt habe ich Fiery Aura drauf. Vielleicht noch Thorns. Thorns. Okay, so. Ich meine, wenn wir disenchanten, ja, und dann auch gleichzeitig noch das, also die Rüstung an sich ist ja schon overpowered. Aber ich meine, wenn wir es enchanten auch noch, dass es Protection drauf hat und so, dann können wir ja gar nicht mehr sterben.
Das wäre gut. Das ist mein Plan. Mein gemeiner Plan, die Weltherrschaft zu erobern. Ist es jetzt nicht enchanted? Ist das nicht geschafft? Keine Ahnung, ich sehe nicht, dass es enchanted ist. Das kann man gar nicht enchanten. Nein, das habe ich gerade 21 Level weggeschmissen. Die kann man gar nicht enchanten. Wenn man sie enchantet, dann ist das sofort wieder weg, wenn du es rausnimmst. Okay, da haben die sich anscheinend was dabei gedacht, dass man nicht overpowered ist. Die verdammten Schweine. Das ist echt so. Dachten wir können die so ein bisschen austricksen? Aber leider nicht. Ich habe übrigens gerade so dieses Impffleisch bekommen. Da steht dabei, das tut einem nicht so gut, wenn man das isst. Das möchte ich gleich mal ausprobieren. Hast du die Sachen hier auf den Boden geschmissen? Nein. Bogen und Schwerter und so? Nein, das war ich nicht. Na okay, dann. Na dann. Und du glaubst mir natürlich. Ja klar, glaube ich dir. Wie hast du mit einer Kommentarfrage? Dann glaube ich dir noch mehr. Nein, das glaube ich nicht. Wie kann man mir denn noch mehr glauben? Ich meine, ich bin ja ein verantwortungsbewusster Typ. Okay. SS Minecraft SS. Komm, ich frage. TS 3 oder Skippe? Hieß der SS Minecraft? Ja. SS Minecraft SS. Gibt's auch SA Minecraft und 88 Minecraft. Ja, den gibt's bestimmt. Ich meine, es gibt ja auch Shavo 88. Ja, ist echt so. Aber SS Minecraft? Ist das ein Boot? Keine Ahnung, ich glaube schon. SS Minecraft, ja. Jetzt muss ich aber mal gerade fragen, bevor wir die Kombi-Frage beantworten. Wofür steht das SS in Booten, wenn die so heißen? Weißt du das zufällig? Shavo-Schiff? Schaukelschiff? Supership? Oder, ja, Schaukelschiff, da wollen bestimmt viele Leute mitfahren. Irgendwie keine Supership Ahnung. Oder sowas? Wahrscheinlich, oder? Super-Duper-Ship. Irgendwas ganz Banales wahrscheinlich. Irgendwie okay. Super-Sinky oder sowas. Okay, Super-Sinky. Ja. Oder die Unsinkable 2, ne? So ungefähr. Genau. Okay, aber nun zur Kommentarfrage. TS3 oder Skype? Also Skype. Ja. Ich muss sagen, am einfachsten finde ich immer noch Skype. Und ich kenne auch andere Leute, mit denen ich schon mal was aufgenommen habe, die meinten, die haben extra einen Skype TS-Server gemietet und manchmal ist die Qualität aber in Skype besser. Von daher fragt man sich manchmal, ob sich das lohnt. Ich habe eigentlich von vielen Leuten gehört, dass die Skype gar nicht mögen, weil die Qualität so scheiße ist. Also irgendwie, weiß nicht. Es ist halt für so Gruppenkonversationen besser, ne? Skype? Nein, TS. Ich meine, weil Leute können einfach joinen, können wieder gehen. Du kannst dich einfach mal zurückziehen. Das ist vom Handling her einfacher, hätte ich gesagt. Ja, ja. Du kannst dich muten, ganz easy. Also es gibt halt mehr Funktionen für Gruppen und so, aber als 1:1 so reden ist jetzt eigentlich Skype, finde ich, besser. Ich muss nur sagen, die Erkennung, wann jemand redet und wann Skype jetzt, sag ich mal, kein Signal mehr sendet, ist deutlich besser als bei TS. Weil es gibt ja schon mal so das Problem, wenn Leute nicht reden, dann schaltet TS, warum sag ich dann immer Skype in dem Moment? Weil genau. TS dann so den Sound immer lauter regelt, um zu gucken, der muss doch was sagen. Und dann, dann hörst du schon, wie er atmet, dem Hintergrund die Grillen husten. Ja, das kannst du doch einstellen, dachte ich, bei TS, oder? Kannst du so ein... So ja, man kann viel einstellen, das heißt nicht, dass immer alles gut funktioniert. Ja, okay, aber dann kann es doch nicht automatisch lauter drehen, wenn du so eine Grenze eingestellt hast. Ja, ich weiß nicht, also ich habe schon viel gehört. Okay. Also ich hatte mal TeamSpeak auch fürs Minecraft Beef, was ja schon ewig her ist. Und ich weiß nicht, ist auch, ich finde es so, als Einsteiger ist es ein bisschen unübersichtlich auch. Man hat gar keine Ahnung erstmal, was man machen muss und mit den ganzen Servern und so. Was halt auch ein extremer Nachteil ist bei TeamSpeak, dass du halt einen eigenen Server brauchst. Das ist halt bei Skype nicht so. Ja gut. Aber ich meine, bei Skype kannst du ja theoretisch dafür ein Premium kaufen, ne? Ja, was bringt dir das? Ja, das ist die Frage. Ich meine, Premium kaufen kann man sich bei vielen Sachen. Was der bringt, das steht ja gar nicht zur Frage. Ja, schau, bei TS musst du standardmäßig zahlen. Skype geht auch perfekt ohne. Also gut. Obwohl ich auch gesehen habe, ja, du kriegst auch kostenlos TS3-Server, aber ist halt eine schöne Sache. So kannst du sagen, ach, hier die IP und dies und jenes, diese Einstellung. Ist halt schon praktischer. Von daher, ich bin eigentlich auch so für Skype, weil es einfach einfach ist. Einfach. Ja, genau. Wobei, es kommt wahrscheinlich wieder auf die Situation drauf an. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen, keine Ahnung, Minecraft-Server hast und da halt immer einen Teamspeak haben willst, auf den sich alle verständigen können und so, ist halt einfach Teamspeak besser als Skype, weil ja, kann halt jeder joinen, es gibt Rechte und so, das ganze Rechtssystem und das hast so du halt von der SS nicht. Solche, meinst du? Ja, genau. Es gibt Rechte. Und Linke. So.
Dort gibt's Rechte. Deswegen bin ich gegen TS3, gegen Rechtsradikalismus im Internet, auf Servern. Genau. Ja, cool. Nee, aber so mein Senf dazu. Senf mit Bockwurst. Was machst denn du eigentlich gerade? Was ist das denn hier eigentlich? Warum sind hier normale Ziegel angebracht? Hä? Ich bin im Nether und hier sind 4 Steinziegel, die so ein bisschen an der Decke hängen, wie so ein Tetris-Block. Ja, wie so ein T-Block. Ja, komisch. Vielleicht war Pico am Werk. Darf der noch auf den Server? Keine Ahnung. Es könnte echt sein. Ich glaube, ich habe noch nicht weggetan. Ja, aber gut, er wird es nicht gewesen sein, weil es ihm so rein gar nichts bringt, glaube ich. Eben. So am Rand. Außerdem wäre er dann produktiv gewesen, das ist ja gegen sein Prinzip. Genau. Oh, und ich werde jetzt Impffleisch essen. Sag mir, was es macht. Ja, warte, wo bist du? Du musst es sehen. Baum. Beim Bauen? Beim Baum. Beim Großen? Ja, da bist du. Ja. Achtung! Hier steht ein Zombie-Villager. Hallo! Gib ihm! Abgekackt. Warum gibst du ihm? Ich hab ihm richtig gegeben. Oh, da hat's Raffi einfach mal aus dem Client geboxt, weil ich ihm so hart gegeben habe. Ich bin so wie so ein Goku, weißt du, das war jetzt so eine Druckwelle. Jetzt lag es aber wirklich an dem Zombie, oder? Keine Ahnung. Doch, genau in dem Moment ist er abgekackt. Jetzt muss ich nochmal gucken, es war auf jeden Fall sehr zeitnah. Komisch. Finde ich aber interessant, dass ich diese Macht besitze. Ich bin der Auserwählte. Soll ich dir auch zeigen, was für eine Macht ich besitze, wenn ich Ben Shabu 88 schreibe? Uncool. Ja, weißt du bist der Architekt, aber ich bin Neo. Das ist mir alles scheißegal. Ich werde dich dann zu Hause besuchen, in deinem weißen Raum, wo du mit deinem weißen Sessel sitzt. So schaut's nämlich aus. Mein Sessel ist aber schwarz. Ja, aber nicht, nachdem ich ihn angestrichen habe. Ja, okay, aber mein Zimmer ich habe ihn nämlich weiß. Neo angestrichen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, what you mean. Ja, aber ich meine, ich hatte ja eh vor, dich mal zu besuchen und ich habe ja noch ein bisschen Urlaub und ein Auto. Mich zu besuchen. Ich dachte, ich besuche dich. Ja, das auch, aber erst besuche ich dich. Nein, erst besuche ich dich. Okay, los. Morgen gibt es eine neue Aufnahme. Und dann ist Raffi bei mir. Ist das nicht cool? Ach, das wäre echt geil, so doppelte Facecam. Direkt yeah, Mann. Oh. Geil, Mann. Aber das, Watch das ich gar nicht. Could not connect to the server. The mods and versions listed below could not be found. They are required to play on the server. Was? Hä, was ist denn jetzt bitte? Was ist denn jetzt passiert? Benutzt du... Also darf so viel 2. dazu. Natura 2.1.4. Was für ein Ding? Nochmal. Natura 2.1.4. Das könnte ein Mod sein. Hast du ihn etwa ausgeschaltet, als du jetzt could kurz auf... Could not be found. Ja, was ist das für ein... Vielleicht hat der Zombie irgendwas gedroppt, was ich irgendwie... Disabled hatte? Ja, weiß ich nicht. Willst du mal kurz Pause machen? Ja, wir machen eine kurze Pause. Bis dann, tschüss. Bis gleich. Oh. Hallo. Oh, oh. Hallo. ja. Was ist da passiert? Es ist abgekackt. Für euch Wachs wird es vielleicht ein kleiner Schnitt sein. Für uns war es also ein bisschen länger. Gerade mal so 24 Stunden, ja. Nee, und zwar hat er hier, also um es auch für uns ein bisschen zu erfrischen, Schabo gerade das Monster kaputt gemacht und ich bin rausgeflogen. Dann ging es irgendwie bei mir nicht mehr. Hat irgendwie Feed the Beast wieder so rumgeeiert, dass 2 Mods fehlen, so wie bei Schabo letztes Mal, weil keine Folge kam. Und dann ging das nicht, dann haben wir mal geupdatet, also auf die Version Feed the Beast 1.1.7. Und dann habe ich heute festgestellt, dass die Welt da bei Nitrato nicht übernommen wird, was richtig kackig ist. Und ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie man es macht. Und dann habe ich wieder gedowngradet, also die alten Server wieder hergestellt. Aber da sind die Sachen nicht dabei, die wir die letzten 2 Folgen gemacht haben. Also die und die davor jetzt. Und das heißt, die haben jetzt auf Camera gerade nochmal gemacht. Plus ein bisschen extra. Also wir haben den Baum jedenfalls nochmal abgebaut. Ich wollte gerade sagen, guck mal, ich stehe auf dem Baum. Aber es ist kein Baum mehr da. Um jetzt mal auch so am Rande zu sagen, alles Raffis Schuld, dass das hier nicht geht, ja? Nee. Wird mir sonst nämlich genau mal so in die Schuhe geschoben, wenn mein PC das nicht möchte oder deiner, aber das ist schön. Ich hab eine Wolke gefunden. Ich hab's gerade gesehen. Wieso? Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass die hier auch so rumhängen. Ja, ist voll komisch. Es ist Cloud. So light and fluffy. Ja, ich habe ja auch schon schwarze Wolken reingelegt. Nice. Ja, aber es ist doch schön, wieder hier zu sein. Ist echt so. Und wir haben jetzt versucht, alles nochmal genauestens nachzubauen. Also wir haben jetzt hier alles nochmal neu gepflanzt. Ich glaube, das war so richtig, dass wir hier und hier was gemacht haben. Den haben wir jetzt noch nicht komplett neu gepflanzt. Wenn wir irgendwas vergessen haben, dann tut mir leid. Dann ist uns das jetzt erstmal
ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil das war genug Arbeit bis hierhin. Genau. Ah ja, was ich vergessen habe, ist die Wood-Sorten wieder hinzumachen. Was für Wood? Die für... Die Säulen im Keller? Ja, für den Keller. Ach man, du weißt ja auch gar nichts. Weißt du, ich gehe meinen Aufgaben nach und habe hier natürlich auch das Holz wieder rausgeschlagen in der Küche. Ja. Was ich jetzt nicht erst nachträglich wieder mache. Nein, das habe ich beim letzten Mal alles wieder ordentlich hergestellt. Ja, ja, ja. Um genau zu sagen, ich habe es nicht gemacht. Richtig. So, baue ich das Holz aber nochmal kurz unten hin. Ja, ich meine, so lange machen wir ja heute eh nicht mehr, ne? Ja, das fühlt sich voll komisch an irgendwie. So. Ja, das ist, weiß ich nicht. Komisch. Ich fühle mich nackt. Ja, ist echt so. Ich weiß zwar nicht, wieso. Vielleicht, weil du nichts anhast. Ich kann auch meine Beine nicht sehen. Oh mein Gott. Ich bin unsichtbar und habe nichts an. Oh mein Gott. Das ist das Peinlichste, was mir je passiert ist. Das glaube ich nicht. Ja, das Peinlichste wäre, wenn ich nichts angehabt hätte und wäre nicht unsichtbar. Ja, das wäre echt peinlich gewesen. Nee, aber nochmal zurück zu den... Was, die kann man nicht umdrehen? Zu den Dings, die kann man echt nicht umdrehen. Hub Seeds. Und zwar hatte ich da letztens einen Tipp in den Kommentaren, dass unter die Seeds entweder Gold oder Iron Ore, beziehungsweise beides muss. Bin mir gerade nicht sicher, ob das stimmt oder nicht. Das heißt, wenn ihr da irgendwas wisst, wäre es sehr nett, wenn ihr sowas in die Kommentare schreibt. Aber ich glaube, damit habe ich schon mal irgendwo was gelesen und ich glaube, das werde ich mal kurz ausprobieren. Okay. Muss dann beides drunter oder nur eins? Ich weiß es ehrlich gesagt. Und dann nicht. In Form von Blöcken oder was? Ja, von Blöcken, also Erz halt. Ach so, okay, ich dachte jetzt so Eisenblöcke. Nee. Oh. So, ich habe die Variation nochmal aufgebaut. Warte, dann will ich mir das angucken. Der Server will gerade aber nicht so, wie ich möchte. Der ist ein bisschen langsam heute. Der ist noch nicht so weit. Ja, Moment, ich stürze mich in den Tod. Ja, ach, das Loch gibt's ja nicht mehr, wo man durch den Keller stürzen könnte. Nee, das gibt's nicht mehr. Verdammt, ich bin doch immer so gern zu den Dorfbewohnern runtergegangen. Also pink gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so einen Touch, aber irgendwie jetzt auch nicht. Das passt irgendwie nicht. Also nee. Was geht, ist das Oak hier, finde ich. Das hier ist Oak. Wobei ich finde, das ist, ich weiß nicht, das ist halt wieder eine andere Farbe irgendwie. Wobei es irgendwie zu den Regalen passt. Ja, das wollte ich gerade sagen. An sich ist das ganz, ganz nett. Das hier ist dieses rote Tigerwood hier. Das rechte. Das links ist Boost. Tigerwood. Ist das Tiger? Schauen wir gleich nochmal nach. Das ist das Tigerwood. Na, ich mag das nicht. Das sieht so glatt aus, so verschmiert irgendwie. Okay. Mir gefällt das nicht so gut. Also das Dunkle finde ich auch nicht schlecht. Ich wäre für das Dunkle oder Eichenholz. Also das hier ist, Greatwood, glaube ich, oder? Greatwood? Ja, Greatwood. Ja, also die beiden Enden, die passen von den Texturen irgendwie nicht, gell? Ich weiß nicht. Nee, ist nicht so schön. Das heißt, wir nehmen Greatwood oder was? Ja, können wir machen. Okay, hört sich gut an. Gut, dann hast du eine Aufgabe, ne? Ja, ja. Dann hast du ja was zu tun. Also, dann werden wir die Folge erstmal hier. Ja, bin ich auch für. Oh, das war schön. Schon, gell? Solche Folgen sollten wir immer bringen. Ja, ab jetzt nur noch 5 bis 10 Minuten Folgen. Höchstens. Wenn nicht sogar weniger. Ich will schaffen. Ja. Ja. Ladies first, los. Die durchschnittliche Dings, wie heißt's? Aufmerksamkeitsspanne von einem Zuschauer ist sowieso bei 3 Minuten, also. Ja. Ja, wie so ein Goldfisch, 4 Sekunden. Ja, ist echt so. Dann weiß er gar nicht mehr, was er gerade geguckt hat. Also, ja, aber gut, wir wollen die Zuschauer nicht weiter beleidigen. Zumindest nicht heute. So. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Und off camera natürlich. Sehr gut. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.